Hey Leute, was geht? Ich bin's, Timmy, Freunde, und in diesem Video, was ist das denn, Freunde? Wieso läuft denn der Fernseher, ey? Hä, ich hab noch gestern Nacht ausgemacht, was soll das denn sein? Und wieso ist da Acrimex zu sehen? Mein Cousin, was ist los mit dem? Hey, oh mein Gott, der ist bestimmt sauer wegen Acrimex Security, weil ich da wieder nicht war, Freunde. Egal, wir schauen erstmal, wo Felix ist und dann geht's weiter, Freunde. Oh Mann, was macht denn? Warte mal. Hat das Felix etwa angemacht? Ey, das war bestimmt Felix, Mann. Deswegen läuft hier auch dieses Video von ihm. Felix, alles gut bei dir? Ja, na klar, natürlich ist alles gut. Okay. Ich schaue ein iQuimex-Video mit cool. Papa drin. Ja, cool, dass du sowas schaust. Du, ich muss jetzt zur Arbeit, ja? Ich will auch ein Video, nicht immer du. Hey, alles gut, Felix. Na gut, dann gehen wir halt, Freunde. Was denn jetzt los? Hä, was soll das denn jetzt? Hey, Felix, was ist denn jetzt schon wieder los mit dir? Hä, du warst doch gerade voll aufgedreht. Meintest du, du willst in dem Video dabei sein von Max und ja, so, hä? Aber... Wie aber? Du musst doch, glaube ich, gehen. Habe ich gehört. Gehen? Wie? Ach so. Ach, die Präsidentensache. Ach, weißt du, ich glaube, das hat sich schon erledigt. Weißt du, ich glaube, da kommt nichts mehr oder so. Was ist denn da draußen los? Da ruft jemand die ganze Zeit. Was soll denn da draußen? Freunde, ihr wisst ja, wenn ich keine 100.000 Abonnenten habe, dann muss ich anscheinend Los Santos verlassen wegen dem Präsidenten. Und nein, das kann nicht sein. Wenn man von ihm spricht, da ist er ja schon. Oh, ich will gar nicht aufmachen, Freunde. Och, Mann. Mr. Jimmy, öffnen Sie die Tür. Kommen Sie rein. Ja, schönen Tag. Mr. President from Los Santos. Och, Mann, was ist los? Ich bin noch dran, in 100.000 Abonnenten. Raus? Ja, ich bin doch dran. Ich hab doch noch Zeit. Mr. Sie können mich Timmy, nicht rauswerfen. Reden, hören Sie auf zu reden. Ich werde sagen, was passiert. Sie haben keine 100.000 Abonnenten. Ja, und das sind fast 70.000. Mister, Sie müssen Militär. Kommen was? Sie mit, Militär? Och nein, als ob wir jetzt zum Militär müssten. Wenn wir nun nicht hier. Och, ey, das ist so unfair, Freunde. Ihr müsst mir auf jeden Fall helfen. Ich sag euch ehrlich, wir dürfen Max auf jeden Fall nicht enttäuschen. Und wie? Ich soll jetzt zum Militär gehen oder was? Auch mein kleiner Sohn. Was ist jetzt denn mit meinem Militär, Sohn? Sie werden jetzt zwangseinberufen. Was? Och nein, ich will keine Ausbildung beim Militär machen, Mann. Aber wenigstens steige ich hin dann. Bei so einer großen Limo muss man auch mal hinten einsteigen, Freunde. Let's go. Und eigentlich habe ich gar keine Lust, ey. Felix, mach das Beste draus, ja. Och, Freunde, ich glaube, wir sehen uns gleich wieder bei der Military Base. Nein, da vorne geht's schon zum Military Base. Schaut mal hier, da sind überall so Chats und so. Ey, ich glaube langsam, der meint das richtig ernst. Mr. Timmy, Ihre erste Disziplin ist, laufen Sie über die Brücke. River to Military Base. Was? Ich soll über die Brücke laufen? Was soll das denn für eine Challenge sein? Ich weiß, bevor dass ich sportlich Sie laufen, bin. Müssen Sie hier vorne gegen diese wilde Tiere kämpfen. Das ist richtig bei einem Einsatz. Haha, super witzig, ey. Ich kann doch jetzt nicht einfach so ein armes Tierchen erledigen. Das geht nicht. Jupp, Sie haben recht. Warten Sie bitte nicht. Lassen Sie die armen Tiere in Ruhe. Warte mal, was ist das hier für ein Fahrzeug? Hey, das kenne ich gibt gar nicht. Eine nächste Challenge. Okay, und was Sie für eine Challenge eine soll das Rennen sein? Gegen mich vergewinnen. Rennen gegen Sie? Ja, okay, klar, mache ich. Och, Mann, das ist ja voll langsam, Freunde. Ey, aus dem Weg, kleine Hase. Wie, ich soll gegen Sie jetzt ein Rennen fahren bis zum Militärbase? Mr. Timmy, als Gewinn steht nichts anderes als Ihr Leben. Wenn Sie verlieren, Sie werden erledigt. Ja, alles klar, gut, dann gebe ich mal alles Beste, Freunde. Ja, dann sag mal los, ja? 2, 1, los. Oh, hoffentlich schaffen wir das auch. Ey, was soll das denn sein? Ey, das ist voll unfair, Freunde. Ey, das war doch schon einfach anklar, dass wir das nicht gewinnen werden, aber ey, das Auto ist gar nicht mal so schlecht. Wow, ja, super. Habe ich jetzt mein Leben verloren oder was? Nein, hören Sie auf damit. Ich will beim Militär rein, bitte. Sie kriegen es endlich hin, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Ja, ich gebe doch schon mein Bestes, Mann. Hey, nein, hör auf jeden Fall auf. Ja, ich kann auch das Land verlassen. Alles gut, aber erledigen Sie bitte nicht meine Familie, ey. Gut, ich will jetzt hier zum Militär gehen. Okay, dann mache ich das Warten Sie mal, ich muss schauen. Es gibt eine andere Mitglied, was mitmachen muss. Ist die Candy, muss auch abonniert werden. Was, wie? Candy? Weiter. Ja, dann holen Sie den noch mal her, ey. Als ob wir noch einen Mitbewerber haben, Freunde. Oha. Ey, Freunde, müssen auf jeden Fall das schaffen. Let's go, hoffentlich schaffen wir die Militärprüfung. Hey, was? Ich war hier noch nie Mr. in der Military Timmy. Base. Wobei doch, einmal war ich hier Sie schon, Sie aussteigen, ja? Warten an die Panzer. Och, Mann, ja, okay, gut, dann warte ich eben hier. Ey, Freunde, das ist richtig gefährlich. Ich kann auch damit gar nicht umgehen. Der Einzige, der damit umgehen kann, ist Twan, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir können aber auch Twan richtig stolz machen, wisst ihr? Wir können Still ja so... gestanden, ja, Moment. Ja, hier, salutieren, genau.
ja, hallo Vorgesetzter, was kann ich für Sie tun? Gefreiter Timmy, Sie steigen ein, es geht hier los. Was? Ab jetzt warten 3 Jahre. Hey, was machen Sie denn mit diesem? Oh Mann, ich glaube, der ist irgendwie richtig aggressiv, Freunde, aber okay. Wie viele Jahre warten auf mich? Drei Jahre? Also willkommen in der Military Base. Wir haben Flugzeuge, Panzer, Waffen. Und mehr. Und hey, vor allen Dingen, was wir haben, ist eine Menge Arbeit für Sie. Ja, okay, gut, dann machen wir das. Ja, was ist denn meine erste Aufgabe, Sergeant? Jetzt fängt die Ausbildung an. Dafür gehen wir auf den Übungsplatz. Ja, okay, gut, dann machen wir das, ey, Freunde. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert, Freunde. Hey, so, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Was ist das denn hier? Mr. Timmy, hey, da drüben fährt sogar einer. Soll ich hier trainieren, oder was? Das ist der Übungsplatz. Sie sehen schon, jeder ist fleißig am Trainieren, aber Sie nicht. Deswegen Liegestütze, 10 Stück ja, sofort. Ja, okay, ich werde Liegestütze machen, Sergeant. Kein Problem. Ja, ich werde mich jetzt anstrengen. Weiter. 1, 2, 3, 4, weiter 5, 6, 7, ah, das brennt, ich kann nicht mehr, nein, das geht so nicht, bitte, ach was soll Mann, das denn, soll ich den Präsidenten anrufen? Was, nein, ich werde mich noch mehr anstrengen, ja, ich werde auch Passen so Sie Curse mal auf, machen. Mr. Timmy, weil der hat zu wenig gewichtet, was? Das passiert mit Leuten, die zu wenig Gewichte nutzen. Ey, die sind ja richtig mies hier. Du auch, ey, das können sie doch nicht machen, ey, lassen sie die armen Leute und in Ruhe. Hey, ich kann da jetzt nicht eingreifen, alle Freunde, das ist das Tal. So, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen die nächste Übung. Verdammt nochmal. So, Platz machen, dann gehe ich das hin. Ist voll gefährlich, Freunde. Nein. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Jetzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Sie stellen sich hier runter. Oh Mann, hör, der hat mir das gegeben, Freunde. Oha, damit kann ich doch gar nicht umgehen. Oh, was passiert denn jetzt? Eins, zwei. Hey, sind ja auch nicht besser als ich. Sind ja genauso schlecht, ey. Ey, wissen Sie was? Sie sollten mir, glaube ich, mal ein Upgrade geben. Wissen Sie? Sollten mir, glaube ich, mir die nächste Stufe geben, die es hier gibt. Alles klar, Stufe 2. Oha, ich habe einen Stern bekommen, Freunde. Seht ihr das oben? Yippie, ich habe einen Sergeant-Stern bekommen. Let's go, Freunde. Haben wir jetzt schon irgendwas? Vielleicht haben wir jetzt eine Ausrüstung oder so bekommen. Hä, was? Ich habe ein Upgrade bekommen. Was ist das denn, Freunde? Boah, das ist ja voll die heftige Ausrüstung. Mr. Timmy, Sir. Ja, da Sir? Da Sie jetzt über mir stehen, bin ich nicht mehr was? Für Sie verantwortlich. Ich stehe über es ihn? Kommt der Nächste. Der dann nächste treten kommt Sie ab. Bloß abtreten. Ey, Freunde, wie schnell geht das denn? Ich werde in diese Mülltonne klettern, Sir. Ja, kletten Sie in die Mülltonne. Nicht mal das kriegen Sie hin, ey. Ich bin jetzt richtig gespannt. Jetzt habe ich hier die Ansage in der Military Base. Richtig cool, Freunde. Wisst ihr was? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal ein Panzerbattle oder so machen. Das wird richtig lustig. So, ich bin mal gespannt. Hä, hey, der darf doch hier gar nicht fahren. Ey, anhalten Sie! Sie Hayopai, Sie dürfen hier gar nicht rumfahren. Das gibt's doch nicht. Da hat der gar keinen Respekt vor mir. Was soll das denn? Ey, das tut weh. Mach sofort hier das weg mit diesem Jet, Mann. Ich bin dein Vorgesetzter. Ich bin Stufe 3. Ich bin dein Vorgesetzter. Sie sind mein Vorgesetzter? Och, Mann. Ich wurde gerufen von Stufe 1. Ja, okay. Und was soll ich jetzt machen? Mr. Timmy, salutieren, Mr. Timmy. Ja, natürlich. Ich werde salutieren. Warten Sie. Hier, ich salutiere doch. Ich habe ja voll den dicken Bizeps. Ja. Willkommen, Mr. Timmy. Oh Mann, ey, das ist echt anstrengend hier in der Military Base. Disziplin. Was ist denn nächste die nächste Disziplin? Ist es die Panzer vom die Stani besorgen? Was? Die Panzer vom Stani? Stani Performance meinen Sie? Yep, korrekt. Ich soll von Stani Performance den. Das kann ich natürlich machen. Wie soll ich denn da hinkommen? Mit dem Jet oder was? Mr. Timmy, wie Sie hinkommen, bleibt Ihnen überlassen. Ich muss ihn abheben mit dem, mit dieser kleinen. Dann will ich natürlich mit dem Jet ab. Och Mann, ich wollte damit wegfliegen, ey. Oh, Achtung. Ja, okay, dann fliegen Sie weg, ey, alles gut. Ey, Freunde, wisst ihr was? Sie werden mal zu Stani Performance mit zum. Ey, nee, bleib mal stehen, Junge. Ey, oh, das hat wehgetan. Ey, Freunde, wir schnappen uns den. Wir sind der Vorgesetzte von dem. Hä? Oh Mann, wir müssen uns beeilen, Freunde, wir müssen schnell zur Stadt die Performance fahren. Let's go! Ich sag euch ehrlich, Freunde, damit durch die Stadt zu fahren, das macht richtig Spaß. Wir kriegen ja nicht mehr Ärger, weil wir der Vorgesetzte sind von dem Ganzen hier. Und der Präsident, ey, der muss auch ein bisschen Respekt haben vor uns. Ich sag euch ehrlich, und Stani Performance? Wir dürfen hier nichts kaputt machen. Stopp. Panzer, hey, was willst du denn? Verboten. Candy, Junge, sofort die Hände hoch. Ich bin beim Militär jetzt. Ja.
ich sehe es, aber Freunde. Ja, ich will hier nämlich den geheimen Panzer vom Militär abholen. Ich bin befugt dazu. Hier ist mein Ausweis. So, zack. Ja, ich schaue eben. Und ich habe auch die nötigen Sterne, ja. Natürlich hätte ich dich anrufen können, aber dann wäre das Überraschungsgepäck nicht so groß. Weißt du was? Der Panzer ist nicht mehr da. Der wurde geklaut. Hey, nein, natürlich ist der da. Ich kenne dich. Das ist so ein Bunker und da hast du alles drin, ey. Was redest du? Mann, du kannst mich nicht hochnehmen. Hey, wir waren mal zusammen drin, gut. Bist du doof? Ey, und das ist auch Staatsgeheimnis, hallo, ne? Hallo, guten Appetit mit ihrem Donut. Hey, geh jetzt in die Garage rein. Nett sein. Ja, nimm die super. Waffe weg, wir müssen nett sein. Ja, wir gehen jetzt mal rein. Hallo, ich hoffe, da ist die Sonne, ja. Gut, so. Hey, ja, das ist okay, doch keine da. Kunden-Candy. Ach, du bist ein Idiot, ey. Warum hast du eigentlich eine Winterjacke an, hä? Weil es geschneit hat die letzten aber Tage. Aber ehrlich, Freunde, die sieht richtig cool aus. Wie, es hat geschneit? Ja, Abo-Wert. Naja, jetzt Freunde. Komm, ich hole jetzt deinen Panzer. Ja, komm. Dafür solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, damit wir schneller die 100.000 Abonnenten haben. Let's go, Freunde. Dafür müsst ihr auf jeden Fall abonnieren, Freunde. Hör, was ist denn hier los? Ey, Candy, was soll das denn ja, sein? Ja, pass auf, wir hatten noch einen anderen Panzer, aber ich habe das Auto ein bisschen umgebaut auf Kundenwunsch hin. Die hat sich nochmal gemeldet. Aber das ist das Auto, das kannst du mitbringen. Und ich sag dir ehrlich, wenn du denen das Auto... Gut aus. Ja, natürlich. Timmy, wenn du denen das Auto bringst, bist du auf jeden Fall Stage 3, 4, 5 Stage oder 6. Stage 3 von Stanley Performance? Was? Nein, ich meine mein Militär, meine ich. So, da gehört dir der ganze so, Laden. Das meinst aber jetzt, du. Timmy, weißt du was? Du mit deinen Waffen immer raus. Ausverbot kriegst ich hau du weg doch mit ab, dir ey, raus. Alles gut. Oh Mann, Freunde, was? Ich kann doch damit gar nicht fahren, Freunde. Wie geht das denn hier? Wow, Candy, pass auf. Ey, das ist ja voll das Geschäft. Hier. Das geht ja voll ab. Wir sollten da besser abhauen hier. So, Freunde, erstmal auf den Straßen von Los Santos mit so einem krassen Gefährt hier auf den Weg. Ey, Freunde, wenn da einfach ein Stau ist, dann machen wir uns den Weg einfach selber frei. Das Ding ist ja voll krass. Wie sieht denn das? Oh, das sieht ja innen drinnen noch heftiger aus. Und wisst ihr was? Ey, das macht richtig Spaß. Ja, das Militär macht echt Spaß, Freunde. Ey, das ist richtig cool, Mann. Das bockt sogar richtig, Mann. Oh, Entschuldigung, das wollte ich Ihnen nicht antun. Und ich sage euch ehrlich, wir können ja gar keinen Ärger bekommen, weil niemand uns das antun kann. Yippie! So, Freunde, jetzt geht's erstmal zurück zum Military Base. Over LSPD, stehen bleiben. Was soll das denn jetzt, Mann? Ey, die können es doch gar nicht anhalten. Ja, gut, dann halten wir halt an. So, ja, wir steigen mal aus, Freunde. Wie ja nett, ne? Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Die Waffe weg, die Waffe was? Auf die Boden. Ich bin befugt dazu, ich bin mein Militär, Mann. Die Waffe weg, ich brauche alle Einheiten. Ich hab sie weggetan, alles gut, so. Hier ist warum mein Ausweis. Warum fahren Sie mit einer Klasse A34B Militärfahrzeug? Ich bin ein Puck dazu. Stanley Performance hat eine Lieferung für das Militär und ich bin mein Militär und hole das ich Ganze verstehe. Ab. Hat diese Waffe, diese Auto? Nö, hat keine. Was fragen Sie? Ich werde mal rein. Der steht da einfach rein. Oh, hoffentlich findet der das jetzt nicht, ey. Oh, okay. Mann. Die Auspuff, lauter Auspuff. Ja, natürlich ist der Auspuff laut. Was denken Sie denn, ich ey? Ich habe keine Waffen gefunden. Ah, okay, ich super. Die weiter fahren, okay. Ausnahmsweise. Aber okay. Wenn sie Probleme machen, ich will sie hoch. Hey, lass mich runter, du Tiger, Otto, ja. Junge. Ey, was soll das denn, Mann? Das hat wehgetan, ey. Wisst ihr was? Ey, der ist doch verrückt, Freund. Ich hau jetzt auf jeden Fall ab. Wir müssen schnell zum Militär, denn ich will nicht die Insel verlassen, geschweige denn erledigt werden vom Präsidenten. Das wäre gar nicht weiter gut. Fahren, ja, ich fahr doch weiter. Moment. So, Freunde, jetzt geht's aber ab zum Militär. Yippie. Oh, nein, verdammt. Alles gut, tschüss. Ey, wir sehen uns gleich wieder beim Militär, Freunde. Let's go. Hey, Freunde, das war eine richtig lange Fahrt. Wir fahren jetzt mal hier durch. Ja, alles gut. Ich bin's, so, Timmy. Ich weiß, aussteigen, Timmy. Ja, okay. Was wollen Sie denn von mir? Mit ich hab doch meinen Job Auto gemacht. Mit diesem Auto darf man nur auf Stufe 4 auf dem so, Gelände ja, fahren. Ja, und das sind aber ja nur Sie, ne? Du bist ab jetzt was? Stufe wow, 3. Ich hab ein Upgrade bekommen, Leute. Schaut mal da oben, ey. Das ist richtig cool. Endlich habe ich einen weiteren Stern bekommen. Yippie. Sir? Jetzt ist der einfach weggefahren, Freunde. Ich hoffe, dass mir gleich die nächste Aufgabe mitgeteilt wird, denn ich will auf jeden Fall weiterkommen, Freunde. Let's go. Ey, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich hier hoch auf den Turm muss, wo wir auch damals bei diesem Zombie-Auto waren. Und ich sag euch ehrlich, hier ist immer richtig viel Stress hier oben. Da sind auch manchmal richtig viele Leute, aber... Mr. Timmy, aus was? Dem Fenster schauen. Ja, okay, ich schaue ja aus dem Fenster. Was wollen Sie denn jetzt von mir, ja? Mein Name ist Colonel Johnson, Stufe 10. Hä, Stufe 10? Okay, und was wollen Sie von mir? Warum schreien Sie mich gar nicht so an? Ihre nächste Aufgabe, Mr. Timmy, was ist mit der? Was ein Jet-Battle gegen Candy. Ein Jet-Battle? Oha, das wird ja richtig spannend, Freunde. Warte mal, Candy haben Sie gesagt?
Gegen Colonel Candy, Stufe 7. Candy, was? Da redet sogar mehr als ich. Was soll das denn, Freunde? Ey, ich würde mal sagen, wir müssen da runter einen Jet nehmen und ab gegen Candy antreten. Let's go, Freunde. Hey, Freunde, was ist das denn hier? Ich glaube, die haben schon ein bisschen was vorbereitet. Und was sind das für komische Flugzeuge? Die habe ich ja noch nie gesehen, ey. Aber wo bleibt eigentlich jetzt mein Gegner? Ich soll doch hier gegen jemand antreten. Was soll das denn? Ey, ich sehe gar niemand hier. Also, ich glaube, ich wurde einfach hochgenommen, Freunde. Timmy! Was? Wer ist das denn da hinten? Ich komme angeflogen. Candy, bist du das? Warte mal, nein, das kann nicht sein. Ey, als ob wir gegen Candy antreten, Lande Freunde. Lande genau auf deinem Kopf, Timmy. Ey, das wirst du eh nicht schaffen. siehst du? Ach, Mann, ja gut. Ey. Au! Oha, ey, du kriegst ja auch nichts hin. Ah, okay. Was ich bin leider nur Stufe 7. Welche Stufe bist du denn jetzt, Timmy? Ich bin Stufe 5 oder 4. Warum? Hä, ich weiß genau, dass du 3 bist. Ach, aha. Mann, ey, ich wollte dich nur verarschen. Aha, okay. Ja, okay. Hä, was ist denn das für ein krasses Gefährt, Freunde? Damit sollen wir jetzt ein Flugbattle machen? Candy, sag mal, was ist eigentlich unsere Aufgabe? Sollen wir irgendwelche Ziele erledigen? Wir sollen mit diesen Jets, ja, und jetzt hör genau hin, ich weiß genau, was wir machen sollen. Nee, was sollen wir denn machen, Candy? Denn wer zuerst bei Stunny Performance ist, der hat gewonnen und wird Stufe 11 okay, und gehört der ganze Komplex hier dann. Oha, dann haben wir die Militärschule absolviert, Freunde, und wir sind endlich weiter und können weiter auf der Insel bleiben. Wann geht's eigentlich los, Candy? Hör, ist er schon eingestiegen? Was soll das denn? Dann steigen wir auch erstmal ein, Freunde. Hä, Candy ist schon drin? Was soll das denn, Freunde? Ich will jetzt auch hier rein. Timmy, wir fliegen doch nicht mit denen. Was? Die sind erst ab Stufe 11. Wir müssen hier mitfliegen mit den Stufe 1er Sachen. Was ist das denn? Ich habe noch nie so ein Auto gesehen, Freunde. Oder ist das überhaupt ein Auto? Das sieht voll komisch aus, ey. Oh, du wirst verlieren, Timmy. Ja, okay. Wie funktioniert das hier? Ich habe sowas noch nie gemacht, Freunde. Wow. Hä, das sieht ja voll krass aus. Los, ja. Candy hat schon sein Zelt in die Luft gejagt. Ja, okay, let's go, let's go. Wow, 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 Freunde, wir heben ab. Yippie. Ey, Freunde, was ist das denn für ein krasses Flugzeug hier? Wow. Nein. Ey, das ist zu heftig, Freunde. Wow, 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 wow. So, das ist... Ey, oha, das fliegt sich ja richtig krass, Freunde. Sowas hat doch niemand eine Zulassung. Was? Ey, ich will auch zum Militär, Freunde. Wow, das macht richtig Spaß. Wo ist eigentlich Candy, hä? Oh, der ist da hinten. Timmy. Was willst du, Junge? Wow, das war richtig knapp. Let's go, Freunde. Ich glaube, wir machen das hier drinnen. Oh mein Gott, let's go, Freunde. Ja. Wow, wow, wir müssen weiter hoch. Wir müssen weiter hoch. Oh nein, so geht das nicht. Ey, das war ganz knapp, Freunde. Das war richtig knapp. So, wir gehen jetzt ein bisschen höher. Wow, ja, was ist los, Candy? Ey, wenn ich dich finde. Nein, Candy ist da vorne. Ey, wir müssen schneller sein als Candy. Verdammt. Ja, Raketenangriff. Was? Ach so, du bist hinter mir. Let's go. Oha, du hast mich getroffen. Hey, nein. Nein, Mann, Candy, nein. Oh, nein. Du hast mich getroffen, Candy. Ey, verdammt. Ja. Oh, Mann, wir haben es gleich geschafft. Nein. Ey, du bist voll unfair, Candy. Das kann ich aber auch. Ey, nicht mich abschießen, bitte. Ja. Jetzt wirst du sehen, was passiert, Candy. Nein, bitte nicht, Timmy. Hä, was? So, jetzt aber. Jetzt. Den haben wir. Nein, ja, let's go, Freunde. Nein, hä? Haben wir ihn? Oh, wir haben ihn noch nicht. Nein, aber jetzt vielleicht. Ja. Mach's gut, Candy. Oh, Mann, aber unser Flugzeug brennt voll. Wir müssen ganz schnell zur Stunny Performance. Nein, als ob wir das nicht schaffen. Nein, nur noch ein bisschen. Oh, Bruchlandung. Oh, mein Gott. Ey, was war das denn, Freunde? Das war richtig knapp. Ey, ich glaube, wir haben es nicht geschafft beim Militär. Ey, Freunde, das war auf jeden Fall eine Lehre hier mit dem Militär. Ich hoffe, dass der Präsident trotzdem stolz auf mich ist. Ey, och, Mann. Hä, hey, wer ist das denn jetzt? Was, Mr. Timmy, ich bin der Präsident. Ich habe Haare gefärbt. Ja, leider ist hier was passiert, aber ich bin beim Militär und habe auch viele alles Upgrades bekommen. Aber, Mr. Timmy, in diesem Leben kommt es drauf an, ich einfach zu versuchen. Wer nicht versucht, stimmt. Hat schon verloren. Da haben Sie und recht. Deswegen hast du es trotzdem geschafft. Aber, was Mr. Denn? Timmy, was wenn denn? Du nicht die 100.000 Abonnenten schaffst, nein. Komm ich wieder. Ach, Mann, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Ich habe keine Lust auf den, ey. Und Candy muss das auch schaffen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und zum Glück ist hier die Feuerwehr. Yippie, tschüss.